Good Golf, heute aus dem Wittelsbacher Golf Club. German Challenge. Und ich darf das Pro-Am mitspielen. Ich freue mich schon sehr. Um 12 geht's los und jetzt noch ein bisschen Range. 2 Stunden vorher zum Aufwärmen da. So gehört sich das. Good Golf, ich nehme euch hier natürlich ein bisschen mit. Das ist schon immer eine geile Stimmung auch am Tag vor so einem Turnier. Wenn hier die Leaderboards stehen. Ich meine, der Platz auf jeden Fall schon auf dem Niveau, auf dem er dann morgen gespielt wird, hier bei der German Challenge. Jetzt da. Big Green Egg. Ich habe es gerade in der Story gesagt. Ich wusste früher immer nicht, was das ist. Aber das sind richtig krasse Grills. Wusstet ihr das? Sagt's mir mal. Ach ja, und was ich euch auch noch sagen wollte. Bei den Profis bin ich mir immer nie so sicher, ob die Bock haben aufs Pro-Am. Ich habe ja Hao Tong Li gefragt bei den BMW Open. Und dann hat er gesagt, yes, I love Pro-Am. Naja, für uns ist es natürlich geil. So, es geht zur 12, da starte ich. Ach ja, und weil ich jetzt so viel Zeit habe, gibt es noch eine Story mit einer Interaktion. Ich kenne den Platz hier nicht, den Wittelsbacher Golf Club. Und er ist wunderschön, also was ich bis hierhin sagen kann. Ich habe ihn ja jetzt natürlich noch nicht gespielt. Und wollte euch jetzt nochmal fragen, mit wem soll ich den Wittelsbacher Golfplatz mal spielen? Schreibt es mir, vielleicht habt ihr eine Idee. Und dann frage ich ihn oder sie. Sie wäre auch mal wieder cool. Aber bald kommt ein Sie-Video. Ich habe mit Steph Stürzer gespielt. Aus gut reden. Das Video gibt es übrigens als nächstes hier auf dem Kanal, beziehungsweise auf YouTube. So. Und jetzt Fokus. Und übrigens, ganz neuen Back, endlich. Ich drehe mal um hier. Die Hölzer sind endlich da. Schaut mal. Also Paradigm 3. Ups, 3 und 3, stimmt nicht. 5 und 3. Und natürlich hier mit dem Tourcover übrigens. Der Triple Diamond. Und Nick Pauli hat mir die ja gefittet. Also wenn es heute nichts wird, dann ist Nick schuld. Entschuldigen habe ich also auch schon. Play. Bald gibt es ja eine Bunker-Session auf meinem Kanal. Und so macht's der Pro. You're not happy with it? No. No? Why not? Too long. Too long? Take a second chance. Too short. No. 5 euro putt. Away. Went that way. 5 euro to me, I think. It's 5 to me. Who won 5 now, guys? But very close. Francesco, it's a gimme par, at least. But you lost 5 euros. I lost 5 euros. He's the lucky winner, Shannon. Falls ihr euch schon mal gefragt habt, wofür diese Markierungen auf dem Platz vor so einem Turnier da sind, da ist wieder eine. Schaut mal, Francesco und sein Caddy, Shannon, haben hier ihre Birdie-Books. Und da steht genau drin. Was sie machen müssen, ist ganz interessant, weil sie messen dann zwischen den Kreuzen und der Lage, wo sie liegen, wirklich so mit den Füßen die Meter ab. Total interessant. Francesco, so if Shannon makes a hole in one? No, if he makes a hole in one, I give you my car. A car, okay, let's see. If you put it closer than mine, I give him 20 bucks. 20 bucks, okay. So Shannon is cold. What do you play? 155, I've got. Francesco says 8 iron. 8 iron. Okay. If you are the caddy, you can also choose by yourself. So let's see. For 20 euros. Or a car. Oh, the stinger. So it's the only one for sure. Okay.
But it's closer than mine, to be fair. Actually, 120 Euro. Das waren die 18 Loch im Wittelsbacher Golfclub von der German Challenge, dem Pro-Am-Turnier. Und wir haben eine minus 30 gespielt. Das klingt jetzt mal so auf den ersten Blick ziemlich geil, wenn ich ehrlich bin. Also, jetzt drücke ich natürlich uns total dolle die Daumen und hoffe, dass die anderen nicht so gut waren. Ich wünsche mir immer, dass alle gut sind, aber minus 30, das muss man erst mal schlagen, glaube ich. Es war wirklich toll, auch mit Shannon zusammen zu spielen, beziehungsweise Shannon war der Caddy und Francesco war ja der Spieler, aber die beiden kennenzulernen, waren wirklich super nett. Ich habe eine Menge wieder mitgenommen, auch fürs kurze Spiel. Da habe ich heute mal genau hingeguckt, wie Francesco das macht. Bin ein sehr entspannter Typ und ich drücke ihm die Daumen. Ja, gut Golf. Schön, dass ihr mit dabei wart bis hierhin. Und bald gibt's ein neues Video mit Steph. Ciao, gut Golf.